Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico Pflanzenforschers Kanal und wie es in dieser Serie nun weitergeht. Heute zeige ich nochmal jetzt die Flammenbäume, ungefähr sind es ungefähr über ein halbes Jahr alt jetzt hier. Ja, man sieht, das ist die typische Phase in der Winterstellung, wenn sie ihre Blätter verlieren. Ja. Der hat jetzt seine ganzen Blätter abgeworfen und das wird er erst ab dem Frühjahr wieder machen, dass er neue Blätter bildet. Er hat zwar auch schon wieder neue Blätter langsam, die sich bilden, aber das wird nicht so richtig wachsen, weil er jetzt in der Winterruhe ist und ich ihn bei 10 Grad überwintere oder bei 15 Grad ungefähr. Das ist genau richtig, weil unter 10 Grad ist für den Flammenbaum überhaupt nicht gut. Das ist für ihn lebensgefährlich sozusagen 10 Grad, wenn man die ganze Zeit unter 10 Grad hält. Ja, weil er ist ja rein aus eine naturtropische Pflanze und ja. Da kommt der überall da, wächst der überall da, wo es schon warm ist. In Afrika, Dominikanische Republik, Teneriffa, vielleicht Jamaika und Kuba auch, da wo es überall schon warm ist. Ja. Und hier, das ist eine Show, die wollte ich mal letztes Mal nochmal zeigen, aber ich habe die letztes Mal nicht gehabt. Und wir werden jetzt ein paar Samen lösen und die zeige ich euch. Ja. Man hört schon das Geräusch der Schote, hört man schon. Nicht so laut. Jetzt muss ich erstmal kurz die Schote aufschneiden. Die Rede hört er trotzdem. Das war gerade mein Vater. Ich bin gerade wahrscheinlich zu laut gewesen. So. Jetzt werden wir mal die Schote gemeinsam knacken. Das machen wir mit dieser Schere hier. Das funktioniert. Die lässt sich schon mal leichter aufschneiden als die andere. Das knackt nach und nach. Muss noch ein bisschen tiefer an der Seite reinschneiden. Ja, jetzt habe ich es geknackt. So, wo ihr mal seht. Und wir mal gucken. Also ich kann euch sagen, Leute, so sieht kein gesunder Flammenbaumsamen aus. Der ist wahrscheinlich innen drin nicht mehr gesund. Aber ich will mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch gesunde Kernchen. Mal gucken. Die Schote an sich, wenn die so aussieht, sieht sie eigentlich gesund aus. War zumindest meine Vermutung. So. Knack, knack, knack. Wenn jeder Samen so schwarz ist, dann ist das schade um die Schote. Vielleicht könnte es aber auch eine andere Rasse sein. Vielleicht hat der Flammenbaum unterschiedliche Größen an Sorten. Sieht aus, ob alle schwarz wären davon. Ich gucke mal nach einer anderen. Mal gucken, ich hatte da noch. Hier drin, zum Beispiel in dieser Show, die sind nicht ganz so groß. Da sind die Samen drin, die eigentlich normal so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollten. Und ich zeige das mal. Das hat mich aber wirklich gerade wirklich sehr überrascht. Dass diese ganz andere Samen vorbringt als diese. Könnte wahrscheinlich doch eine andere Sorte sein, ich bin mir aber nicht sicher. Dass der Flammenbaum wahrscheinlich noch mehrere Unterarten an sich hat. Muss ich kurz mal aufschneiden. Ja, das ist schon eine spannende Sache, was wir hier gemeinsam tun. Jetzt komme ich näher.
So sieht der Samen an sich aus, wenn er in dieser Hülle hier steckt. Könnt ihr das besser sehen? So sieht das aus. Und so sollte eigentlich der normale, gesunde Flammbaumsamen aussehen. Genau so. So. Vielleicht finde ich nochmal. Das waren alle. Da ist noch einer. Ich glaube, noch einer ist hier drin. Oder es hört sich wahrscheinlich nur so an. Nee, es klappt nichts mehr. Das heißt, da ist nichts mehr drin. Ist hier noch was? Ah, hier ist noch. Nee, das waren alles Holzstück. Ja, das man hat. Ich habe mittlerweile. Ich zeige mal die Samen, die ich gestern rausgepult habe. Genau, das wollte ich mal zeigen. Wo haben wir sie denn? Das sind ganz viele vom exotischen Flammenbaum. Ich zeige erstmal die ersten, so sehen diese aus. Diese Samen hier, so sehen sie eigentlich aus, wenn sie gesund sind. Genau so. Und, ach ja, da kann ich gleich mal sagen, im nächsten Video werden wir es so machen. Ich werde diese harte Schale knacken. Und, ja, ich glaube, da kann man diese Schere, glaube ich, verwenden, um ein Stückchen abzuschneiden. Nicht zu stark rein ins Tiefe, weil man sonst da reinkommt. Oder man schleift die Samen auf. Das kann man auch tun. Wie hatte ich denn das damals gemacht? Ich hatte damals mit einer Feile genau angeraut. Also diese Bäume, die ihr seht, habe ich so angeraut damals. Genau. Ja. Also der hier richtig schön knackig und gesund. Also der wird wahrscheinlich sehr gut keimen. Und ja. Und ungefähr braucht er 2 Wochen zu keimen. Und wenn man ihn bei 25 Grad im Gewächshaus bei 1,5 cm einpflanzt, wenn man ihn dann angeraut hat, wird er ja ziemlich groß, weil er sich voll mit Wasser saugt. Ach, das habe ich vergessen, genau. 24 Stunden in Wasser. Ins Wasser mit den Samen, das ist ganz wichtig. Damit er sich schon voll saugen kann, wenn er richtig, also aufgerieben ist. Also, oder ja, genau so kann man es sagen. Ja, und dann einpflanzen in den Boden. Und das werden wir beim nächsten Video auch machen. Genau, das mache ich im nächsten Video. Da kann ich, ja genau, da kann ich kurz mal was zeigen, wenn es darum geht. Ich habe noch einiges vor mit euch, da könnt ihr sicher sein. Ich habe nämlich viel, ganz viele Sachen noch besorgt. Ja, das zeige ich mal eine Sache, die ich gemacht habe vor ungefähr einer Woche, als ich weg war, im Urlaub. Habe ich die Samen vom Orchideenbaum ausgesät. Und das möchte ich euch mal zeigen, das Ergebnis, was sich da gezeigt hat. Hier. Ich muss nur kurz... jetzt. So, es hat sich eingestellt. Hier kann man die Samen sehen, sind ungefähr eine Woche alt. Und die Wurzel dringt nach und nach immer mehr rein in den Boden. Der wird wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Wochen anfangen, die Blätter rauszuholen. Also raus, dass die Blätter rausgehen. Ich werde mal gucken, wie der jetzt aussieht. Der andere, der ist nämlich noch ein bisschen weiter. Hier. Hier sieht man richtig, wie die Wurzel rauskommt. Ich muss nur... Die Kamera stellt sich heute nicht so... Normalerweise stellt sie sich gut ein. Also hier kann man die Wurzelspitzen erkennen. Ja. Man sieht, der wird bald aufgehen. Das wird nicht mehr lange dauern. Deswegen halte ich ihn noch so lange hier in der Schale vom Gewächshaus drinne. Und ja, da werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten, wie das da weitergeht. Das ist wirklich eine recht tolle Sache, sowas. Ja. Also ich habe noch einiges zu zeigen und ich mache Stück für Stück nach und nach alles.
Wenn euch dieses Video hier gefallen hat mit dem Flammenbaum und dem Orchideenbaum bei der Keimung, könnt ihr mir gerne einen Daumen hinterlassen oder, wie heißt es so schön, ein Abo. Also wenn ihr wollt, wenn ihr weiter solche Filme sehen wollt, hier. Ich mache das, um mit euch zu wachsen und mit euch weiter voranzutreiben, also die Pflanzenentwicklung weiter voranzutreiben, wie es so schön heißt. Ich bin da natürlich Nico Pflanzenforscher und probiere einige Sachen aus. Ja, also es wird ein recht interessanter Winter, das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, wir sehen uns. Ciao.